Satan sei Dank! Endlich! Endlich habe ich mir meinen Traum erfüllt! So, das ist also das lebendige Schwert. Das also ist es, wo ich die ganze Zeit hinterher war. Ah, ist nicht so schwer. Ich meine, es war schon ein großer Degenfisch und ein Degen ist so eine Art Schwert. Und nicht wahr? Und außerdem, wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, einen Meeresfisch in einem See zu fangen? Hör auf, mich zu trösten zu wollen. Aber nun genug damit. Ein Mensch steht immer zu seinem Wort. Ich werde die Trickbrücke wieder passierbar machen. Die Trickbrücke. Oh Mann. Haben wir es also nun endlich geschafft, diesen verdammten Fisch zu fangen? Meine Güte. Ich dachte, der Nebel käme aus dem See oder aus den Bergen. Also, was ist das für ein Zeug, das dort vom kaiserlichen Palast aufsteigt? Lass uns weitergehen, Fake Neu. Ja, gehen wir weiter. Ach, guck mal, wer da auf uns wartet. Sieh an. Wer kommt denn da? Warum hat das so lange gedauert, my friends? Vielleicht... weil die Brücke unten oben war und wir nicht rüber konnten? Ach, nicht du schon wieder. Nun, du kannst uns nicht reinlegen. Wir werden nicht vergessen, was du mit uns in Orochis Höhle gemacht hast. Und warum tauchst du überhaupt immer dort auf, wo wir sind? Was willst du diesmal? Excuse me? Aber ich habe keine Zeit, euch zu folgen. Weißt du, ich bin damit beschäftigt, etwas zu suchen. Ha! Du bist mir ein Prophet! Solltest du nicht wissen, wo du suchen solltest? Nun, vielleicht ist suchen nicht das richtige Wort. Ich weiß bereits, wo es ist. Es ist nur, dorthin zu kommen, erweist sich als ein bisschen schwierig. Unnötig zu erwähnen, dass ich es schnell und ohne Probleme möchte. Schnell und ohne Probleme? Warte einen Moment. Sag mir nicht, dass du es bist, der hinter diesem abgefahrenen Nebel steckt. Ist das Teil deines Plans, die Stadt zu übernehmen und die Welt zu erobern? Du führst immer nichts Gutes im Schilde, deshalb würde es mich nicht überraschen. Die Welt? Gar nicht so schlecht, mein kleiner hüpfender Freund. Du liegst gar nicht mal so falsch. Ich suche die Anderwelt. Ich suche den Pfad in den Himmel. Ein Pfad in den Himmel? Oh, jetzt hör schon auf! Auf den Busch zu klopfen! Sag uns, was in deinem Kopf vorgeht. Dieser Pfad betrifft euch auch, my friends. Hä? Wovon spricht er? Ich dachte schon, er will wieder gegen uns kämpfen. Diese Stadt ist in einem ganz schön schlechten Zustand, oder? Insbesondere dieser garstige Nebel, der die Menschen quält. Glaubst du, wir sind blöd? Wir haben dich durchschaut, mein Hübscher. Ha! Wir haben dich voll und ganz durchschaut. Dieser abgefahrene Nebel und dein sogenannter Pfad in den Himmel. Du steckst mit Königin Himiko unter einer Decke. Selbst eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzelnen Schritt. Also musst du Schritt für Schritt machen. Als erstes musst du dich um den Nebel kümmern. Es wird langsam aber sicher die Bewohner dieser Stadt umbringen. Wenn du zu lange wartest,
dann heißt es Bye-bye. Der Schaden wird dann bereits angerechnet sein. Warum du? Du sprichst, als würde dich das alles nichts angehen. Du steckst doch hinter alledem. Gib es endlich zu! Sogar wenn ich das täte. Was hilft es hier, darüber zu diskutieren? Ich denke, du solltest jetzt etwas gegen den Nebel unternehmen. Wie wäre es diesmal mit einem Hinweis anstelle einer Prophezeiung? Geht durch das Loch in der Wand, ihr kleinen... Lasst es mich so ausdrücken. Sogar die beste Verteidigung hat ein winziges Loch von der Größe eines Nadelöhrs. Oder irgendwie sowas. Verstanden, Darling? Okay, was willst du uns mit diesem Tipp sagen? Wir müssen also durch ein Loch. Oh, und hier stehen die Schlange. Ich frage mich, wie lange es hier wohl noch dauert, bis ich an der Reihe bin. Dieser fürchterliche, erstickende Nebel macht mich noch wahnsinnig. Ich bin froh, wenn ich überhaupt irgendeine Arbeit schaffe in letzter Zeit. Ich komme mindestens einmal am Tag hierher, um Rao zu sehen, damit ich nicht verrückt werde. Okay. Rao steht dem Ankoku-Tempel... Was steht dem Ankoku-Tempel vor, solange wie ich mich erinnern kann? Sie ist so gesegnet. Sie sieht immer so schön und jung aus. Wenn ich das doch auch nur von mir sagen könnte. Oh Mann. Rao steht im Akoko-Tempel außerhalb der Stadt vor. Aber sie ist den ganzen weiten Weg gekommen, um uns zu helfen. Sie macht sich immer die Mühe zu kommen, wenn wir sie brauchen. Und sie ist auch noch außergewöhnlich schön. Ich fühle mich immer gleich viel besser, wenn ich sie erblicke. Oh Mann. Die scheinen ja hier alle sehr zu schwärmen von ihr. So, einen haben wir noch. Ich bin heute gekommen, um Raos Predigt zu hören. Meinem alten Rücken geht es schrecklich, seitdem dieser seltsame Nebel gekommen ist. Aber Raos Predigen machen, dass ich mich sofort besser fühle. Na, ich weiß ja nicht. Das ist die Audienzhalle, in der die Regentin Rao ihre Predigten hält. Sie erteilt den Leuten Ratschläge, wenn sie Führung benötigen. Keine Sorge, Kläffer. Frau Rao diskriminiert niemanden. Du wirst auch rankommen, wenn du dich am Ende der Schlange anstellst und wartest. Na, ich bin mir da ja nicht so sicher. Ha! Sogar Hunde kommen, um Frau Rao sprechen zu hören. Sieh dir an, was für Menschenmengen sie anzieht. Sie alle warten hier, um ihre trostspendenden Worte zu hören. Natürlich haben einige nicht so reine Wünsche. Denn du musst wissen, sie ist außergewöhnlich schön. Wenn ich hier nicht Wache schieben müsste, dann könnte ich sie auch treffen. Ja klar, kannst du das. Ich gehe jetzt einfach rein. Und gut ist... Hallöchen, du bist also Rao. Nun, wer hätte das gedacht? Ein Wolf hier an einem solchen Ort. Die Welt ist schon sonderbar. Bist du gekommen, um einen meiner Predigten zu hören, Wolf? Kommt drauf an. Dann erlaube mir, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Rao. Ich bin die Regentin der Stadt Sean, direkt vor der Königin Himiko ernannt. Ein schöner Salto. Priesterin Rao. Also, was ist es, was dich bedrückt? Oh mein Gott, das ist die alte... Was? Oh mein Gott, hat die alte dicke Dinger. Iss schon, ich bitte dich. Also nein. Das Erste, was du da, woran du denkst, wenn du sie erblickst, ist, dass sie einen großen Vorbau hat.
Ja. Wie bitte? Oh, du hast eine süße kleine Fee mit dabei. Ich heiße Isun. Übrigens, es sieht nur so aus, als ob ich auf eure Melonen gucken würde. Ja, nö, es sieht nur so aus, als wenn er... Also Isun, kannst du dich jetzt mal bitte zusammenreißen und nicht die ganze Zeit auf die Brüste der armen Frau starren? Melonen? Vergesst es. Ihr also führt den Laden hier? Nun, da ist ein abgefahrener Nebel über der Stadt und man hört von einem Wasserdrachen, der so etwas draußen vor der Küste. Und warum hat sich die Königin im Palast verkrochen? Die Menschen in der Stadt fallen um wie die Fliegen, wisst ihr? Wie kann sie so untätig in einem Moment wie diesem sein? So, du hast also auch die bösen Kräfte drüben in Hiroshima gespürt? Ich hörte, dass der verfluchte Orochi wiedererweckt wurde auf dem Shinju-Feld und dass ein mutiger Schwertkämpfer ihn wieder vernichtete. Die Ausläufer der Wellen dieses Chaos haben auch Hiroshima erreicht. Der Wasserdrache terrorisiert das Meer und ein übler Nebel bedeckt Seeheim. Und in den letzten Tagen hat sich die Situation noch verschlimmert. Ich weiß nicht, was mit unserem schönen Nippon los ist. Sie sagte etwas von Wellen des Chaos, die seit neuestem stärker werden. Ein unheimlicher Schatten stieg auf, als wir Orochi besiegten. Ich frage mich, ob das, was immer es auch war, seinen Ursprung hier an der Hiroshima-Küste hatte. Was murmelst du da, Isun? Nun, das wird ohne Zweifel ein Schock sein, aber der große Bezwinger des verfluchten Orochi steht direkt vor euren Augen. Erblickt die große Amaterasu. Was? Dieser Wolf? Aber ich hörte, es sei ein Schwertkämpfer namens Susano gewesen. Huch! Nun, er hat vielleicht den letzten Stoß ausgeführt. Aber ich sage euch, Ami hier hat die Hauptarbeit verrichtet. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann wird Ami euch gleich hier und jetzt ihre göttlichen Kräfte zeigen. Wann werde ich denn nun die göttlichen Kräfte deiner Freundin sehen, Isun? Ihr habt es so gewollt, Schwester. Komm schon, Ami, zeig ihr eine deiner göttlichen Pinseltechniken. Na klar, machen wir doch glatt. Was war das? Hat es dir gefallen? Das war eine von Amaterasus göttlichen Kräften. Ein kleiner Vorgeschmack, was der göttliche Pinsel so alles kann. Göttlicher Pinsel? Was für eine mysteriöse und furchteinflößende Kraft du da beherrscht, Amaterasu. Da hast du recht, Schwester. Es gibt nichts, das Ami nicht tun kann. Vielleicht könnte dieser Wolf mir bei meiner Aufgabe helfen. Eure Aufgabe? Was wollt ihr mehr? Ihr seid doch schon bestens ausgestattet. Vergesst es. Vergesst, was ich gesagt habe. Jetzt, wo ich meine Gebetsstreifen verloren habe, ist die Situation ohnehin hoffnungslos. Gebetsstreifen? Kommt schon! Spuckt schon aus, was ihr von uns wollt! Nicht so wichtig. Vergesst es einfach. Jetzt, wo ich ihre Macht gesehen habe, würde ich um viele Gefallen bitten wollen. Aber ohne meine Gebetsstreifen kann ich gar nichts tun. Ja, okay, sie sagt nur wieder das Gleiche. Gut, dann müssen wir wohl scheinbar ihre Gebetsstreifen wiederfinden. Und oh, da ist ein Speicherpunkt. Das ist natürlich sehr gut. Den werden wir auch gleich nutzen. Denn ich möchte bitte nicht unbedingt alles wieder nochmal machen wollen. Sieh dir mal an diese Bücher und Schriftrollen an. Ich kann von dem Zeug zwar nichts lesen, aber es sieht beeindruckend aus.
Hast du schön gesagt. So, dann wollen wir doch erstmal speichern natürlich. Und einfach mal schauen, ob wir diesem Problem hier weiter auf den Grund gehen können. So, so, Gebetsstreifen sind sie also. Gehen wir erstmal hier raus. So. Wo sind wir jetzt? Okay, da kommen wir nicht weiter. Da ist alles verflucht. Genauso wie hier. Oh, was sehe ich denn hier? Da ist eine Truhe eingebuddelt. So. Zack. So, Dille. Oh, können wir hier rein? Tatsächlich. Oh. Wen haben wir denn hier? Hallöchen. Im Ozean schwimmt ein Ungeheuer. Es bewahrt den Frieden des Meeres. Oh, welch Wunder wir erfahren in diesem Wasserdrachen so kühn. Das ist ein Lied, das mir mein Großvater beigebracht hat. Anscheinend ist es der Wasserdrache, der das Chaos auf dem See verursacht hat. Verursacht? So. Ein Gott aus dem Drachenpalast, vom Grund des Meeres. Hast du das schon gewusst, Hähnchen? Oh, ein dreckiger Hund in meinem geliebten Heim. Geh weg von mir, du fluff, zerfressener Hund. Hier ist kein Ort für jemanden wie dich. Ja, ich gehe ja schon. Sieh an, es passiert nicht jeden Tag, dass mich ein Hund besuchen kommt. Komisch, ihn stört das so überhaupt gar nicht. Was ist kleiner? Bist du hungrig? Oder bist du vor dem Chaos an der Rio Schirmer-Küste geflohen? Ich habe leider nichts für dich, aber du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Na, wenigstens er ist nett. Oh, aber wir wollen natürlich auch noch die Truhe. Heilige Knochen. Sehr schön. Die können wir immer gebrauchen. Gut. Hier kommen wir also scheinbar nicht weiter. Okay. Schauen wir hier nochmal kurz. Die ist soweit nicht. Eine weitere Brücke. Und da stehen zwei Wachen. Die uns sehr wahrscheinlich nicht durchlassen werden. Hallo. Wir sind die Leibwächter von Königin Himiko. Sie ist im Moment im Palast und betet für die Stadt. Ich habe Befehl, dass sie niemanden gestört wird. Was? Dass sie niemanden gestört werden darf. Was? Dass sie niemanden gestört werden darf? Fehlt da irgendwie ein von oder sowas? Was ist denn das für ein Satz? Ich habe Befehl, dass sie niemanden gestört werden darf. Also für mich ist das kein konkretes Deutsch, aber gut. Und da ich Befehle ernst nehme, darfst du nicht rein, du Kläffer. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Alle schicken mich nur wieder weg. Ich will doch nur helfen. Warum lässt du mich denn nicht helfen? So. Hoppala. So, wie kommen wir jetzt nun also hier rein? Also dadurch kommen wir jedenfalls nicht. Hier geht's nicht weiter.
Oh. Hier ist etwas, was wir ausbuddeln können. Sehr schön. So. Oh, hier ist auch noch etwas. Eine verstreute Perle. Also so wie es aussieht, kommen wir hier nirgendwo großartig weiter. Vielleicht kommen wir ja hier links. Obwohl nein. Da kommen wir auch nicht lang. Und ich sehe, da leuchtet noch etwas. Das wollen wir doch noch mal eben ausbuddeln. Okay. Oh, dahinter kommen wir nicht. Anderer kleiner Tempel hier. So. Oh, was für ein süßes kleines Hündchen. Vielleicht könntest du meinen armen Mann eine Weile zuhören. Er ist in letzter Zeit so besorgt, dass er mit jedem redet. Ich frage mich, was mit diesem Kaiser los ist. Seine Krankheit muss der Grund für sein eigenartiges Verhalten sein. Ich schätze mal, du hast keine Zeit, dir mein Leid anzuhören. Doch, so eigentlich schon. Oder Hündchen. Ich habe unter dem Kaiser der Stadt Seeern gedient und stand ihm länger als irgendwer sonst zur Seite. Aber dann wurde er von einer schrecklichen Krankheit ans Bett gefesselt. Seitdem ist er eine völlig andere Person. Er war immer so ein bescheidener und gütiger Herrscher in der Vergangenheit. Aber jetzt umgibt er sich mit Wachen und schickt die Bedürftigen davon. Es geht sogar das Gerücht, dass er ein Mädchen ganz ohne Grund eingesperrt hätte. Es ist die Krankheit, wegen der er sowas tut. Ganz ohne jeden Zweifel. Okay. Das ist alles sehr seltsam, was hier vorwitzig geht. Ja, gut. Alles klar. Ich dachte, vielleicht hätte er noch was anderes zu sagen, aber nein, hat er nicht. Gut, aber ich habe draußen gesehen, da ist noch eine Truhe, die wir öffnen können. So. Die wollen wir natürlich nicht hier lassen. Ich mache jede Truhe auf, die ich finde. So. Ja, die haben wir schon geöffnet. Da hinten war nichts mehr. Oh je. Okay. Na, da hinten zieht sich ein Nebel. Durch. Dann gehen wir doch einfach mal hier durch. Es kommt genau hier aus diesem Durchgang. Ach, guck mal. Hallo. Psst. Kannst du mich hören? Was? Eigentlich haben wir Dienst. Es ist nur, ich wollte dich etwas fragen. Was ist deiner Meinung nach... Was? Was ist deine Meinung über seine Hoheit? Was meinst du? Du wirst doch nicht an unseren ehrenwerten Kaiser verzweifeln. Es stimmt zwar, dass er ans Bett gefesselt ist.
durch seine seltsame Krankheit. Aber ich bin voller Hoffnung, dass er sich schon wieder sehr bald erholen wird. Das bin ich natürlich auch. Aber da ist irgendwas mit seiner seltsamen Krankheit, das mich beunruhigt. Dieser wirbelnde Nebel ist doch ein kleines bisschen merkwürdig, oder? Von dem Moment an, als der Kaiser krank wurde, begann er aus seinem Raum zu strömen. Und bevor wir es bemerken, hatte er die ganze Stadt bedeckt. Die Leute leiden unter ihm. Nun, glaubst du, das sind alles Zufälle? Ich gebe zu, es ist ganz schön seltsam, aber es nützt nichts zu versuchen, seine Hoheit zu fragen. Es gibt, wie es ihm geht. Er schickt jeden weg. Er will nicht einmal den Arzt sehen. Also gibt es nichts, was wir deswegen unternehmen können. Aber das mit dem Mädchen, das er ganz alleine in eine Zelle sperren hat, was Zelle hat sperren lassen. Oh Gott. Lesen ist heute wieder. Sie sollte nicht alleine eingesperrt sein. Sie hat nichts Falsches getan. Du meinst diesen Mädchen namens Kaguya, stimmt's? Befehl ist Befehl. Wir hatten keine andere Wahl, als sie einzusperren. Aber ich kann nicht verstehen, warum seine Majestät das von uns verlangt hat. Die Stadt ist in einem totalen Chaos, seitdem er so krank ist. Ich frage mich, was im Palast vor sich geht. Tja, was geht im Palast vor sich? Das ist die Frage, die wir versuchen wollen zu klären. Oh, was haben wir denn hier? Ich würde sagen, wir... Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oder wie sieht es denn so generell aus? Okay, ich würde doch sagen, wir machen erstmal an dieser Stelle ein kleines Päuschen und schauen uns dann an beim nächsten Mal, was es hier mit diesen... Ui! Guck dir diese Papierstreifen an! Sieht aus, als ob auf jedem Streifen ein Zauberspruch oder so etwas drauf wäre. Aber ich habe keine Idee, wie man sie benutzt. Ich glaube nicht, dass sie uns eine große Hilfe sein werden. Ah, okay, ich glaube, ich weiß bereits, was das hier ist. Wir schnappen es uns mal. So, ich würde aber trotzdem sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle doch eine kleine Pause und bringen dann dies. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es die Gebetsstreifen von der guten Rao sind. Die bringen wir dann hier im nächsten Part zurück. Ich hoffe, es hat euch an dieser Stelle gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also Leute, bis.